Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Risen 2. Die Autosaves sind aus. Es gibt leider keine Einstellung in den Optionen, ist mir gerade aufgefallen. Da müsst ihr mal kurz googeln, falls ihr das selber bei euch abschalten wollt. Ich schalte es jetzt eigentlich nur ab aufgrund des Let's Plays, weil es halt blöd ist, wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme verkacke, aber der mit Autosaves dann zwischendrin einfach Saves gemacht hat. Ist also kein großes Problem vom Spiel her, aber für mich habe ich es jetzt einfach mal ausgemacht. War nicht so schwer. Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Okay. Ist von dir immer noch die Rede, Lago? Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Okay, mehr redest du nicht. Was haben wir hier? Eine Ratte. Das bringt 21 Ruhm. Ist wahrscheinlich eine komische Zahl, weil wir eher plus 5% oder so immer nochmal bekommen. Das wären dann, wir sind jetzt 105%, geteilt durch. Nee, das mache ich jetzt. Nein, mache ich nicht. Ist mir jetzt egal. Ich bin heute allgemein, auch in Physik hatte ich in den ersten beiden Stunden, ich war heute so grottenschlecht im Kopfrechnen. Ich habe es nicht geschafft, sowas oft, also spontan in diese Richtung zu denken. Keine Ahnung. Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff. Obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Die Titanen? Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und, was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Übrigens, die 5% waren 1, also man hätte eigentlich 20 Ruhm für die Ratte bekommen. Was nehmen wir? Die Wahrheit? Offizielle Version kennen wir ja wahrscheinlich schon. Auch wenn ich sie jetzt nicht kenne, aber unser Protagonist. Dann nachher mit der Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, mit allem gebührenden Respekt natürlich. Jetzt spuck's schon aus. Also, die Männer erzählen, dass das Okular, das du getragen hast, verflucht war. Und als sie es dir abgenommen haben, hast du dein Auge verloren. Und weiter? Naja. Und dass das Okular einen bösen Einfluss auf dich hatte, der dich irgendwie verändert hat. So wie es Inquisitor Mendoza verändert hat. Und um das zu ertragen, säufst du jeden Abend ein paar Flaschen rum. Du wolltest es wissen. Ja, das ist eigentlich ganz treffend formuliert, würde ich mal behaupten. Als außenstehender Beobachter mal hier. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Ich habe in Risen 1 noch nie ein Pferd gesehen. Interessant. Wieso gibt es das da nicht? Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz. Das Tor bleibt zu. Na gut. Die Wege der Justiz sind unergründlich. Was haben wir hier? Die Lage ist unverändert. Solange die Armeen von Ursegur und Ismael sich im Norden noch bekriegen, sind wir hier sicher. Aber sobald einer von ihnen den Sieg erringt, wird er nach Caldera marschieren. Davon müssen wir ausgehen. Und bis dahin müssen wir hier alle verschwunden sein. Also hat der Hohe Rat endlich die Evakuierung von Caldera beschlossen? Der Hohe Rat ist unschlüssig. Er will, dass wir die neue Welt genauer untersuchen, bevor wir Caldera aufgeben. Und was gedenkt der Hohe Rat gegen die Bedrohung durch Mara zu unternehmen? Der Kraken hat uns schon zu viele Schiffe gekostet. In dieser Sache hat sich etwas Neues ergeben. Wir sind einer magischen Waffe auf der Spur, die stark genug sein könnte, den Kraken zu vernichten. Einer meiner besten Männer wird sich um die Sache kümmern. Was soll ein Mann gegen diese Bestie unternehmen? Naja, ich hab mich schon mal mit einem Titan angelegt, weißt du? Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Das ist also dein bester Mann. Weiß der Hohe Rat davon? Ich sagte doch, es hat sich etwas Neues ergeben. Du weißt ja, wie schnell der Hohe Rat seine Entscheidungen fällt. Verstehe. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Sobald du bereit bist, gehst du zu Sebastiano aufs Schiff.
Die Black Betty legt heute ab. Auf Takarigua gibt es einen Stützpunkt der Inquisition. Wenn du dort ankommst, gibst du dich als Arbeiter aus. Dann suchst du das Piratennest auf der anderen Seite der Insel. Okay. Also quasi undercover. Niemand soll mich mit der Inquisition in Verbindung bringen? Auf keinen Fall solltest du dich auf die Inquisition berufen. Das gilt insbesondere für die Besatzung der Garnison auf Takarigua. Nur Sebastiano kennt da den Auftrag. Zu deiner eigenen Sicherheit sollte das auch so bleiben. Wenn die Piraten herausfinden, dass du zur Inquisition gehörst, bist du ein toter Mann. Piraten klingt eigentlich ganz gut. Wir waren vorher ein Dieb. Klingt verlockend. Vielleicht ist das eine Perspektive für mich. Und wenn ich bei den Piraten bin? Gewinnst du Stahlbarts Vertrauen und findest heraus, was für eine Waffe er gegen den Kraken hat. Sobald du sie in Händen hältst, kehrst du hierher zurück. Finde ich übrigens seltsam, dass wir jetzt so ein bisschen komplett pro Inquisition sind. Waren wir ja vorher ja auch nicht. Naja, er hat sich jetzt aber auch, wie wir hören, jeden Abend da einiges hinter die Birne gekippt, der Protagonist. Ja, der scheint mit der Situation nicht ganz klar zu kommen. Aber ich versuche ihn mal wieder auf den, in Anführungsstrichen, rechten Weg zu bringen. Ich kann unseren eigenen Leuten nicht trauen? Wir wissen nicht, in welcher Verbindung sie zu den Piraten stehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Alles klar. Wenn es diese Waffe wirklich gibt, müssen wir sie haben. Ich verlasse mich auf dich. Und denk dran. Ab jetzt bist du offiziell kein Mitglied der Inquisition mehr. Neue Quests am laufenden Band. Kann ich mir hier keinen Grog nehmen. Will mich natürlich noch umgucken. Also es ruckelt eigentlich nicht. Es sieht ein bisschen... Beim Kamerabewegen sieht es sehr flüssig aus. Aber hier in den Ecken, das sieht ein bisschen von der Bewegung her ein bisschen ruckelig aus. Aber es ruckelt jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass meine FPS-Zahl irgendwie krass beeinträchtigt ist. Keine Ahnung. Vielleicht seht ihr das auf YouTube gar nicht. Da wird die Frame-Zahl ja noch, immer noch mal ein bisschen... Ich glaube, halbiert in etwa. Hallo, Angus. Was machst du? Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Ich will trotzdem mein Geld. Silberzunge, das ist wohl sowas wie ein Überredenskunstskill. Ich vermute, den haben wir noch nicht. Naja, hören wir einfach mal, was der andere Weg hier bringt. Aber ich bin auf geheimer Mission. Über die du offiziell gar nicht reden darfst. Aber mit dem Gehorchen hast du es ja nicht so. Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Genau wie bei dir. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Okay, haben wir immer noch ein bisschen Sold bekommen. Ich vermute mal, bei C war das, auf C Charakter... Attribute, hier finden wir es bestimmt auch irgendwo, vielleicht ein Talent. Silberzunge, ja, das ist auch bei Gerissenheit. Gerissenheit haben wir schon einen Punkt, wir haben überall einen Punkt. Wahrscheinlich hat man überall bis auf Gerissenheit am Anfang einen und Gerissenheit mussten wir uns jetzt skillen. Und das sind wohl die zugehörigen Talente, okay, ich verstehe. Also, bei Klingen sind die oberen drei und dann die nächsten drei bei Feuerwaffen, dann darauf bei Härte. Härte ist wahrscheinlich sowas wie Abwehr und Voodoo ist ja auch was Neues, womit hier das Spiel beworben wurde. Ich werde mich auf Gerissenheit erstmal spezialisieren tatsächlich. Fähigkeiten, Gerissenheit, Fähigkeiten, ah, okay, das sind ja viele Sachen, die man hier lernen kann. Muss man die in der Reihenfolge tatsächlich lernen?
Okay, da... Ah, das erfordert dann Gerissenheit gewisse Größen. Ah, das steht unten rechts bei Steigerung. Okay, Goldkasten und es braucht aber immer eine gewisse Gerissenheit. Das könnten wir jetzt theoretisch also erlernen, wenn wir genug Gold hätten. Okay. I get it. Ich weiß, dass es Gott heißt, aber das Get war gerade lustiger. Was haben wir hier Schönes? Da können wir schlafen, aber wir haben volles Leben. Ich denke mal, das heilt einen, aber es bringt uns gerade halt nichts. Verschlossen. Ich würde hier gerne die Sachen aufschließen, aber dann... Kann es mal ruhig sein? Was seid ihr denn für welche? Ihr macht mir Angst. Dann müsste ich ja wissen, wie man Schlösser knackt. Hey, Lago? Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Ach komm, bring mir auch Schlösser knacken bei. Du bist doch hier total... Kennst dich doch aus. Severin? Wer bist du? Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Nicht so ungut. Weitermachen. Das ist doch Schwachsinn. Oder bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Disziplin halte ich für nicht so relevant. Also, naja. Tja, das ist doch Schwachsinn. So, der Held von Faranga hat seine eigenen Methoden. Vielleicht lässt er uns ja an seiner Weisheit teilhaben. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Na, wenn ich jetzt Nein sag, das wäre ja ganz schön. Dann lachen die mich aus, also immer doch. Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst! Es gibt einen Kampf. Weil das hier so ein Trainingskampf ist, vermute ich mal nicht, dass es hier irgendwas zu verlieren gibt. Und dann kann ich das Kampfsystem vielleicht ein bisschen proben. Oh, ja, auf E habe ich jetzt meine Pistole da unten. Okay, Kombo-Angriff. Dreimal. Okay, der Severin hält aber einiges aus. Gut, er hat mich fertig gemacht. Wir sind ein bisschen aus der Übung, würde ich sagen. Aber ich habe das ja jetzt hier auch nur gemacht, damit er sich nicht vor seinen Rekruten blamiert. Na gut. Was hast du sonst noch zu sagen? Bist du bereit für eine weitere Lektion? Nein, danke. Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Was für eine geheime Mission? Der Hohe Rat hat beschlossen, eine weitere Expedition in die neue Welt zu schicken. Außer Corrientes kennt nur Kommandant Carlos die Einzelheiten. Dann fragen wir da doch nochmal nach. Aber ich will jetzt in Revanche kommen. Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst! Es gibt einen Kampf. Los doch! Oh, mein Leben ist noch leer. Ja, toll. Na schon! Das kann ja was werden. Okay, ich scheine aber alles abwehren zu können, wenn ich einfach gedrückt halte. Das finde ich gut. Immer fest da drauf. Okay, na gut. Severin schnappen wir uns einen anderen Mal. Könnt ihr mal aufhören zu gaffen, hä? Weitermachen. Ich kann dir nicht. Dann kann ich jetzt auch mal das Bett ausprobieren. Bis Mittag schlafen. Sehr schön, da kann man sich wieder die Tageszeiten auswählen. Das kennen wir ja noch aus Risen 1. Das kenne ich ja zu Genüge. Der Degen hat da auch das Bett sicher gar nicht irgendwie beschädigt. Carlos, kann ich dich jetzt noch ein bisschen was fragen? Ich habe jetzt noch was über eine geheime Mission erfahren. Erzählst du mir da was? Ah, du erzählst mir eine Menge. Okay. Ich habe von einer geheimen Mission in die neue Welt gehört. Der Hohe Rat hat angeordnet, dass sämtliche Einzelheiten zu allen Unternehmungen der Inquisition der Geheimhaltung unterliegen. Von mir hast du es nicht gehört. Aber ich befürchte, wir haben einen Verräter in den eigenen Reihen. Jemand, der mit Mara im Bunde ist. Also, pass auf und überleg dir gut, wen du traust. Es gibt einen Verräter? In letzter Zeit verlieren wir immer mehr Schiffe. Es ist so, als ob der Kraken wüsste, wann und wo er anzugreifen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Mara die Macht hat, den Kraken zu kontrollieren.
Aber irgendwoher muss sie dann immer noch wissen, wohin sie ihn schicken muss. Vielleicht hat sie einfach einen guten Optiker und der hat da was klargemacht. Ich weiß nicht. Was wissen wir über Mara? Mara ist der Titanenlord, der das gesamte Meer beherrscht. Aber es sieht so aus, als ob ihr das nicht reicht. Seit die ersten unserer Schiffe in Arborea gelandet sind, werden wir von ihren Kreaturen angegriffen. Es sieht so aus, als ob sie verhindern will, dass wir uns in die neue Welt absetzen. Aber die Sache hat auch ein Gutes. Seit wir Maras Attacken ausgesetzt sind, sind die Wassertitanen von den Meeren verschwunden. Dafür macht uns jetzt der Kraken Probleme. Was wissen wir über den Kraken? Wir vermuten, der Kraken ist kein Titan, sondern ein uraltes Wesen, das zusammen mit den Titanenlords aufgetaucht ist. Unsere Kanonen richten keinen Schaden an. Wir brauchen eine mächtige, magische Waffe. Was ist mit Urzigor? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Urzigor auf Faranga nicht freigelassen hättest. Vielleicht hätte Ismael uns schon längst überrannt. Vielleicht hat auch gerade das zum Untergang des Alten Reiches geführt. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Wie auch immer. Wir müssen uns jetzt auf Mara konzentrieren. Okay, da ist jetzt dieser Zwiespalt in seinem Kopf selbst, weil wir hatten ja die Entscheidung damals. Ich nehme mal an, dass der andere Weg der Entscheidung auf dasselbe hinausgelaufen wäre, weil sonst wäre es komisch, hier in der Fortsetzung dann auf einmal nur den einen Weg abzudecken. Was wissen wir über Ismael? Über ihn ist nur wenig bekannt. Er und Urzigor haben das alte Reich in Schutt und Asche gelegt. Egal, welcher der beiden Titanenlords den Sieg erringt. Wenn er sich entschließt, Caldera direkt anzugreifen, sind wir geliefert. Dagegen kann uns selbst der magische Kristall unter der Festung nicht mehr schützen. Aha, unter der Festung ist ein magischer Kristall. Klingt interessant, aber ich speichere jetzt erstmal. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Risen. Ich habe gerade noch ein bisschen Probleme, in die Story wieder reinzufinden. Mit den ganzen Namen kenne ich mich nicht so aus. Und es ist auch eine Weile her, seitdem ich Risen 1 zu Ende gespielt habe. Aber naja, das wird schon. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.